Die Rückkehr des Morhun-März? Nein, ist es nicht. Es ist nur Morhun, das verbotene Schloss, denn das Spiel wollte ich gern zu Ende spielen, denn es war so gut. Und ich glaube, die es noch nicht kennen, es wird euch gefallen, denn es ist ein Jump'n'Run, das sehr lustige Elemente hat. Und wie ihr seht, ich habe schon ein wenig gespielt. Ich bin schon halb durch. Ja, ich werde nochmal die anderen beiden Teile verlinken, damit ihr den nachholen könnt, denn es sind zwei Teile, die jemals durch eine Stunde oder so gehen, weil ich habe schon ein bisschen gearbeitet daran. Aha. Und ich werde da anschließen, und zwar genau jetzt. Los geht's! Oh, hier waren wir. Okay, wo waren wir genau? Okay, wir waren auf dem eisigen Gipfel. Okay. Drücke linke Maustaste für einen mächtigen Hammerschlag von oben. Was? Warte. Okay. Oh Gott, ich muss erstmal mit dem Spiel wieder klarkommen. Wieso haben wir Hammer? Das ist seltsam. Okay, ich bin leicht verwirrt, aber davon lasse ich mich gar nicht beirren. Ich habe das Gefühl, da sollten wir was sagen alles, aber irgendwie macht das nicht. Oh mein Gott, das war eine Menge Schaden. Okay, Tentakel gleich instant tot, merken wir uns. Die ganze Sache mit dem Hammer ist mir neu. Die ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer, aber okay. Kann ich das Tentakel 4 umbringen? Warte. Nein. Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt muss ich Timing also. Oh nein, Timing! Daran bin ich doch nicht so gut. Okay, da oben ist ein Wolf. Oh ja, die sind gefährlich. Der Wolf war gefährlich, das weiß ich noch. Und was ist hier? Ach, ein Savepoint, glaube ich. Okay, Checkpoint. Checkpoint. Nein. Okay, das mit dem Schießen ist, glaube ich, nicht meine Stärke. Aber ist okay. Oh, Schneebälle, den ich am besten ausweichen sollte. Die rollen so komisch. Okay, da geht's zum Schloss. Also gehen wir weiter zum Schloss. Oh Gott, ich wäre fast gefallen. Geht weg, geht weg, geht weg. Fledermäuse böse. Fledermäuse böse. Ah, das Spiel ist schön. Das Spiel ist echt sehr entspannt, muss ich sagen. Das ist so. Es gibt Jump'n'Runs, da muss man richtig ragen. Oder richtig ausrasten, aber die sind schön. Die sind irgendwie, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Die beruhigen einen. Oh, okay. Ich muss sagen, die Grafik finde ich auch sehr schön. Ich wurde umgerollt. Okay, er läuft da oben gegen die Wand und biegt dann ab. Okay, das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, wie die rollen. Okay. Die rollen aber auch komisch. Und die sehen aus wie Wunderbälle. Oh, kennt ihr die noch? So lecker. Auch wenn es an sich nur pures Zucker war, aber das mochten die Kinder doch so gerne. Ich mochte gerne Wunderbälle. Ganz viel am Schrumpf schlecken und dann hast du schon. Oh Gott, ich rutsche. Oh, will ich da runter? Okay, ich will da runter. Nein! Ich will mein Leben! Okay. Yay, Leben! Und wieder ein Pupp zum Draufsetzen. Nein. Aber ich kenne noch, es gibt auch Wunderbälle, die es normal so gibt. Also einfach so ein Ball. Aber es gibt auch welche mit einem Stiel dran. Und die fand ich immer besser, weil... Oh Gott. Weil dann der Stiel half dabei, die Kugel festzuhalten. Ich sehe gar nichts. Oh Gott, da kann ich stehen. Oh Gott. Weil das half dabei, den Stiel festzuhalten. Denn wenn du den Ball die ganze Zeit geleckt hast, dann...
wurde halt so ganz schmierig und klebrig. Und da hat der Stier ein bisschen geholfen. Aber nicht wirklich viel, denn nach einer Zeit wurde er ganz aufgerubbelt und hat auch nicht mehr geholfen. Deswegen, war schön gemeint. Aber war keine so große Hilfe. Oh Gott. Blub. Nein. Oh. Blub. Blub. Ah. Nein, die Wunderkugeln. Die Rückkehr der Wunderkugeln. Sie wollen sich rächen. Nein. Oh Gott, dieses ganze Zickzack laufen macht mich ganz verrückt. Zickzack. Ah. Oh, ich hätte weiterlaufen sollen. Aber nein, ich hab gezögert. Ich war ein Angsthase. Ich war ein Angsthühnchen. Nein. Ich kleines Angsthühnchen. Ich. Okay. Aus irgendeinem Grund sind alle Bälle weg. Anscheinend sind die Wunderkugeln ausgegangen. Finde ich gut. Kann ich mitleben. Speicherpunkt. Und Gold. Und. Das Level ist auch an sich ganz schön leer. Yeah, Mohun. Wir erschießen ganz viel Schleiermäuse. Puff, 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 puff. Ah, jetzt geht. Oh Gott, ich rutsche. Fuck. Fuck. Oh Gott. Oh nein, Eismechaniken. Oh. Oh. Ich bin nicht so. Ich rutsche. Ich bin sicher. Leben. Leben. Mein Leben. Mein Leben. Juhu, okay. Okay, abwarten, abwarten, abwarten und gleich springen. Und zwar jetzt. Okay, das war wieder knapper als gedacht. Ja, ihr Eulen, ihr könnt mich mal. Ihr treffe ich doch eh nie. Sag ich doch. Hey. Leider können wir nicht fliegen. Okay. Oh nein! Ja. Kann ich rennen eigentlich? Ich glaube nicht. Oh, ich kann Doppelsprung. Oh mein Gott, ich kann Doppelsprung. Seit wann das denn? Oh, das habe ich voll vergessen. Oh, das ist so hilfreich. Und ich habe ihn vergessen. Das ist so traurig. Das Levelende. Oh mein Gott, das Schloss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie gruselig. Wo kommt ihr denn her? Hallo, Wolf? Oh. Bam, einfach in den Popo. Yay, der war abgeschlossen. Sammle Münzen und besiege Gegner. Uhuhu. Ja, bitte. Dankeschön. Oh, wie ihr seht, wir haben noch neue Level herausgefunden. Juhu. Und zwar im Schloss und Wilder Waldlauf. Wir machen erstmal im Schloss und dann geht's zum Wilden Waldlauf, denn wir wollen der Spur folgen, so gut es geht. Ja, das weiß ich. Oh, oh, wie cool sieht das denn aus hier drin? Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Oh Gott. Okay, ich musste kurz das, das Muster. Okay. Okay, da oben sind Spinnies. Ja, die mag ich wahrscheinlich nicht so gerne, also platthauen. Obwohl ich Spinnen mag, ich mag Spinnen gerne. Oh, wow, das sind ganz schön gefährliche Fallen, die die haben. Und anscheinend gab es schon mal tote Vögel hier. Sehr schön. Kann ich das zerstören? Nein, kann ich nicht. Ah! Oh mein Gott, das mich erschreckt. Und es gibt Geister. Ha, ha, ha. Oh, okay. Geister, die ich anscheinend zerstören kann. Aber nicht erschießen kann. Kann ich da lang? Muss der lang? Ich kann da. Oh, Geheimnisse. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Oh Gott, wie. Okay, jetzt muss ich.
Okay, ist das schon rausgekommen? Ich glaube nicht, oder? Oh, natürlich genau dann, wenn ich frage. Oh, warum? So ein Glück kann auch nur ich haben. Hallo? Geht weg. Oh mein Gott, ich kann einen Doppelsprung machen. Vergesse ich die ganze Zeit. Ich kann an der Seite aber laufen. Sau die Technik. Kann ich nicht, weil ich dann gegen die Wand knalle. Das Spiel ist cheatsicher. Okay. Yay, geschafft. Schickes Foto. Ah, schickes Foto. Oh, nicht Tentakelchen. Diesen Alles klar, merken. Oh. Wie dumm ist das denn? Okay, man kann wieder rein. Für ein paar Münzen. Das ist okay. Okay, ich kann ihn auch erschießen, aber es dauert durch ein bisschen. Es dauert ein bisschen sehr lange. Daher würde ich es euch nicht empfehlen, ihn zu erschießen. Oh mein Gott, ich habe mich erschreckt. Okay, da wo es tropft, kommt Spinnen runter. Gut zu wissen. Und hier sind wieder zwei wunderschöne Fallen. Oh Gott. Das. Ich glaube, hier muss mal jemand zum Innenarchitekturen rein. Und ja, das ist bestimmt ein Wort. Zum Innenarchitekturieren. Zum Restaurieren, Restaurieren, das habe ich gesucht. Weil das Loch sollte dann Loch nicht sein. Okay, es dreht. Was? Was ist das für ein Muster, das die haben? Ich habe das Gefühl, das Muster ist verdammt random. Okay, ich gucke es mal an. Vielleicht kann ich ein Muster erkennen. Der vordere dreht sich, der vordere dreht sich, der keiner von beiden dreht sich. Beide drehen sich. Der vordere, der hintere, der vordere, keiner von beiden. Okay, okay, okay. Es hat doch ein Muster. Hier ist das Loch. Das Loch, wo kein Schild vorsteht. Ich habe jetzt Angst vor jedem kleinen Berg. Weil ich denke, da kann jederzeit ein Loch sein, wie das hier. Warte, das sieht mir nach Schatz aus. Ah, und ich hatte recht gehabt. Okay. Spannend. Ich dachte, ich habe Schaden bekommen. Ich dachte, wovon? Lach. Wo war mein Doppelsprung? Ich wollte Doppelspringen. Warte. Okay. Ach, diese Muster, die existieren, ist unglaublich. Okay. Einmal schnell, nochmal, Pause. Schnell, schnell, Pause. Schnell, schnell, Pause. Ja, so, ja, okay, langsam habe ich ein Muster und langsam verstehe ich es auch. Spieße. Spieße, wo ich rüberfliegen kann zum Glück. Und die Fallen haben es echt in sich hier. Das muss man schon sagen. Oh nein, noch mehr Tentakel-Boys. Oh, da ist eine Tür, da will ich hin. Ich will noch nur zu der Tür. Okay. Entschuldigung? Oh, aha, seitwärts kann ich laufen. Hihihi, geschafft. Level abgeschlossen, yay. Ja, bitte speichern, dankeschön. Und jetzt gehen wir noch zum wilden Waldlauf mit einer Ziege. Ah, rechts, links, lässt er springen und alt war. Warte, das enge Ding für Rammen. Ich muss nur finden.
Alt, links. Ach, alt. Da, gefunden. Okay. Oh, stimmt. Gegen Mauer muss ich rüberspringen. Zäune kann ich rammen. Alles klar. Oh, wow. Der Sprung ist nicht sehr hoch, den ich habe anscheinend. Gut zu wissen. Oh Gott, diese Level sind sehr schwer zu kontrollieren. Oh. Teilweise zumindest. Nicht ganz, aber ein bisschen. Okay. Was passiert hier gerade? Ich habe Angst. Oh. Oh mein Gott, diese ganzen Sprünge. Oh, oh. Hi, ha. Was? Nein, ich war so gut dabei. Oh Mann, ich soll einfach ganz das rammen, glaube ich. Ich glaube, das ist vielleicht die beste Idee. Einfach rammen, da kann nichts passieren. Ha, ha, hu, hi. Oh mein Gott, das geht so schnell. Ich hab Panik. Ah. Ah. Oh mein Gott, geschafft. Ah. Okay, schön. Yay, abgeschlossen. Speichern. Ja, bitte. Perfekt. Und damit beende ich den Part erstmal, denn wir machen den Part wieder langsamer, bisschen kürzer. Wir haben ja diesmal keine Eile. Vorher hatten wir Eile, weil es ein Tag sein musste. Oder gesagt, 2 Tage. Jetzt können wir es langsam angehen lassen. Von daher können wir uns Zeit lassen. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Mal. Wenn es heißt, Mohun, das verbotene Schloss. Bock, bock. Tschüss.